13? Also der Faktor 13 war, ich habe meinen Kunden mitgeteilt, wenn ihr mir 1 Million Mark gibt, gibt es 13 Millionen zurück oder 100.000 gibt 1,3 Millionen zurück und habe erklärt, dass der Grund dafür ist, dass wir einen Anteil gekauft haben für einen Wert von 20 Millionen D-Mark, so fing es damals an, und dass ich jetzt schon jemanden habe, der mir die gesamten Anteile abkauft, knapp 350 Millionen. Und das war ungefähr der Faktor 13, so wie alles anfing. Und diese Gewinnspanne hat meine Kunden dann überzeugt und beeindruckt. Und so kamen sie scharenweise zu mir ins Büro. Man sagt Schneeballsystem dazu. Das heißt also, das Geld von dem einen haben sie genommen, haben damit dem ersten schon was zurückgegeben. Dann mussten sie den nächsten suchen, damit sie dem wieder. Und irgendwann mal platzt die Blase. Das ist so. Man weiß eigentlich, wenn man diesen, ich will ihn mal Beruf nennen, eingeht, dass es irgendwann zu Ende geht. Also man ist sich darüber im Klaren. Das Leben endet im Gefängnis, also weil man sich vor diesen Streichen nicht wegstehlen kann. Mhm. Also man ist davon überzeugt, man weiß, ich muss das so lange machen, wie es geht. Und aus welchem Grund auch immer kommt man da nicht mehr raus aus diesem Strudel, weil wenn ich ihn heute beende, dann fände ich das ja auf, weil man ja nicht genug Geld hat, um alle Kunden auszuzahlen. Ja, Sie sind nach Südafrika geflohen, haben da noch ein bisschen weitergemacht, also quasi Ortswechsel, um erstmal denen zu entkommen. Was ich mich gefragt habe, ich meine, also unter Ihren Anlegern war Udo Lindenberg. Ich vermute nicht, dass der hinter jeder Zahl hier ist, aber Dieter Bohlen, der sicher gut rechnen kann, Banker, Unternehmer, hat denn keiner mal nachgerechnet? Haben die sich alle so leicht von einer so utopischen Zahl blenden lassen wie gib mir 100.000 und du kriegst 1,3 zurück? Ja, ich kann das auch nicht verstehen. Also ich hätte ihm ja kein Geld gegeben. Also wenn ich die Geschichten, die ich erzählt habe, mal einfach so auf den Tisch lege und ohne Beweise, ohne Bilanzen, ohne irgendwelche Fakten, dann frage ich mich wirklich, was hat sie dazu bewegt, dieses zu machen? Vielleicht war es auch das Spiel, vielleicht war es eben dieser Virus-Gier, der sie damals schon gepackt hat. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich weiß. Dieter Wiedel, Sie sind ja auch Hamburger und sein Einzugsgebiet war Hamburg. 90er Jahre sind Ihnen die meisten Anleger auf den Leim gegangen. Ein wichtiger Anwalt von Herrn Haaksen, der Ihnen sehr zur Seite stand, im Film heißt er Dr. Engels, in Wirklichkeit hieß er Dr. Max. Den kannte ich auch, der wurde immer empfohlen, wenn man in Hamburg irgendeine Frage hat, die das Finanzamt betrifft. Und der machte einen höchst seriösen Eindruck, also wahrscheinlich hatte ich einfach zu wenig, als dass er war ein Komplize von Herrn Haaksen. Und hätte er mir gesagt, da legen Sie mal an, da hätte ich das vermutlich auch geglaubt, weil das war hochseriös. Ich habe ja mit Anlegern von Ihnen gesprochen, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, dem ich nie mich trauen würde, irgendwas vorzumachen. Er hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich habe das nicht so ganz verstanden mit diesen 1.300%. Aber man wollte ja auch nicht immer nachfragen. Da waren ja so viele, man wird ja blöd. Und da waren ja so viele tolle Leute um den rum. Erfolgreiche Banker, Unternehmer, Journalisten, Künstler, die werden es schon gewusst haben. Und da war bereits die Erklärung für die Finanzkrise. Man denkt immer, das haben die Landesbanken vermutlich auch gedacht, die Bayern vorweg, die anderen werden schon überprüft haben. Und wir gucken nicht mehr auf diese leeren Verpackungen, wir gucken nur noch auf das Glitzernde der Verpackung, nicht mehr auf den Inhalt. So ist es. Übrigens der Udo Lindenberg, der ja sein Geld wieder hat. Der ist am nächsten Tag gekommen, hat gesagt, er will nicht mehr. Er hat er mir selber erzählt. Ja, ja. Er hat ein schlechtes Gefühl. Auch Dieter Bohlen. Und der Haaksen hat sofort zurückgegeben. Ja. Weil sie von denen befürchten konnten, wenn die abspringen, ist der Glanz weg. Nein, und die anderen kommen nicht drauf. Nein, das war für mich, damals ging es ja noch. Ich hatte Millionen auf den Konten. Also jeder Kunde, der sein Geld haben wollte, den habe ich ausgezahlt. Und das war natürlich die Werbung für den nächsten Kunden. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ich kriege mein Geld immer wieder, die haben ja auch Versuche gestartet. Mal sehen, ob wir es wieder kriegen. Wir versuchen das mal. Mhm. Dann hat er eine Million zurückbekommen, wer auch immer gerade das war. Und am nächsten Tag wird 2 Millionen gegeben. Das klingt ja nach Sucht, aber wenn man sich jetzt Jürgen Haaksen, verzeihen Sie das, wenn ich das so offen sage, wenn man sich den jetzt so ansieht, der sieht doch gar nicht aus wie einer, der einem das Blaue vom Himmel runter erzählen kann und man vertraut ihm Millionen an. Wie erklären Sie sich, dass er das geschafft hat? Ja, ich weiß nicht, wie einer aussieht, wenn man das. Sie haben es ja recherchiert, Sie haben ja ein paar getroffen. Es ist immer das gleiche Prinzip. Sie schaffen es, Vertrauen aufzubauen. Übrigens der kleine Bankberater, der sich ja Berater nennt, obwohl er in Wirklichkeit ein Verkäufer im Auftrag der Bank ist und nicht die Interessen des Kunden wahrnimmt. Aber er heuchelt dem Kunden vor, er würde seine Interessen wahrnehmen, wenn er ihm etwas verkauft. Der Vermögensverwalter in Deutschland oder in der Schweiz, der Betrüger in Mallorca, der 1% am Tag versprochen hat, ein Nachfolger von Ihnen,
ob es 1% sind oder 1300% übers Jahr, ist ja vollkommen egal. Sie haben immer das gleiche Prinzip, Vertrauen aufbauen, Freundschaft, einen Freundeskreis um sich herum schaffen, der auch wiederum Vertrauen vermittelt und wie Halsversprecher zu sagen, gibst du mir jetzt, dann kriegst du irgendwann in Zukunft die große Belohnung, entweder das Jenseits oder viel Kohle. Das haben die geglaubt. Wie wichtig ist es, dass man selber dicke Autos hat, dass man selber in einer Villa wohnt, dass man quasi so wahrscheinlich einen anderen Anzug hat als das Casual Outfit von heute? Das haben mir die Anleger, ihre Anleger, die Anleger der anderen immer wieder gesagt. Das war ja dieser unglaubliche Luxus, mit dem er sich umgab. Da musste ja sehr viel Geld da sein. Dass sie selber auch seine Großzügigkeit ihnen gegenüber, die unglaublichen Feste, dass sie das selber mit ihren Einlagen finanziert haben, war ihnen nicht klar. Ich habe im Film mal eine Stelle, wo einer sagt, schöne Gartenstühle hast du, und da sagt der, von deinem Geld bezahlt. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Also ich habe meinem Kunden am Ende des Tages dann auch die Wahrheit gesagt. Wenn irgendein potenzieller Kunde vor mir stand und mir gerade 1 Million gegeben hat und mir die Frage gestellt hat, sagen Sie, Haxen, glauben Sie wirklich, ich kriege 13 Millionen wieder? Da habe ich ihn angeguckt. Und habe das so gemacht, glauben Sie denn das wirklich? Habe ich zugeblinzt. Also, das ist so gewesen. Aber dann würde man doch als vernünftiger Mensch sagen, dann kriegst du meine Million nicht. Es sei denn, es ist einfach so, dass Gier dumm macht. Nein, in diesem Fall habe ich da die Wahrheit gesagt. Und das hat ihn beeindruckt. Aha, der will mich nicht dabei haben. Da ist also mehr dahinter. Also, höhere Psychologie. Ja. Es ist, oder auch die Verträge, die die Kunden unterschrieben haben. Ich meine, da stand fett gedruckt, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitales ist nicht auszuschließen und es muss Spielkapital sein. Das machen die Banken nicht so deutlich, wie die es gemacht haben. Die Figur, die nicht so deutlich. Nicht so deutlich. Da kommen wir noch drauf. Die Figur, die Dieter Wedel erfunden hat, heißt... Wenn ein Betrüger anlegt und anschließend nichts mehr hat, dann würde ich sagen, die waren nie reich. Die haben nur versucht, gut, wenn man gar nichts hat, dann ist das sehr viel. Es kommt immer auf den Standpunkt drauf an. Aber es gab ja auch den Millionär, von dem sie Geld genommen haben, und von dem Fahrer haben sie dann auch die 20.000 Mark noch genommen. Der Chauffeur des Millionärs? Ne? Ja, der Chauffeur des Millionärs hat auch. Hat 20.000 anlegen können? Ja. Hat aber gut verdient. Ja, er hat gut verdient und hat eine Menge zurückgelegt. Und es ist ja, wenn Menschen sparsam sind, etwas zurücklegen und dann sagen, ich will daraus ein bisschen mehr machen, dann würde ich noch nicht sagen, das ist die blinde Gier. Sondern er ist hinter seinem Vorbild, seinem Chef hergelaufen und dachte, er macht auch ein paar Geschäfte. Haben Sie Existenzen zerstört? Also kleiner Leute auch? Also das habe ich bestimmt, ja. Also nicht bewusst, aber das habe ich im Nachhinein natürlich erfahren, das habe ich getan, ja. Aber ich lege auf eins Wert. Aber weil es tatsächlich bei Ihnen ja so steht, wie ich den Reichen ja, Geld am Namen. Sind ja ein paar mein Klientel waren Reiche. Ich sehe ja nicht vorher Kontoauszüge oder der bekomme. Ja, aber gucken Sie, wo soll ich dann aufhören? Soll ich dann den Kunden sagen, ich kann mein Geld nicht nehmen, wir sind nur im Millionärsclub. Wie soll ich denn das rechtfertigen, dass ich einem mir sehr sympathischen Menschen sage, hör zu, dein Geld nehme ich nicht. Ich habe im Hinterkopf immer gehabt, ich kann dir das Geld ja wiedergeben. Weil ich weiß, ich habe genug auf der hohen Kante, dass ich immer den Fahrer auszahlen konnte. Aber wie soll ich ein Nein begründen? Soll ich sagen, ich bin arrogant, ich nehme nur 1 Million, oder was soll ich denn sagen? Hatten Sie denn Mitleid oder Scham oder etwas in dieser Art? Das hatte ich schon, ja. Während Sie es getan haben oder erst, als Sie aufgeflogen sind? Also während ich es getan habe, war der Reiz zu groß. Da war es mir wichtig, dass ich es versuche und dass ich es auch schaffe. Aber im Nachhinein, wenn ich nach Hause gekommen bin und natürlich nachgedacht habe und mein Leben oder den Tag Revue passieren lassen, dann habe ich schon geschämt für meine Taten. Das will ich auch gerne eingestehen. Wäre er rausgekommen? Also hätte er aufhören können? Hätte es einen Moment gegeben, wo Jürgen Haxen... Entschuldigung, wenn ich da... Ja? Ich hatte da, als wir miteinander sprachen, Herr Haxen, entschuldigen, aber einen völlig anderen Eindruck. Das liegt ja nun auch schon wieder 2-3 Jahre zurück. Sie waren damals noch, saßen noch ein und kamen dann immer nachmittags zu mir. Ich hatte eine Beobachtung, die ich dann auch später bei allen anderen auch gemacht habe. Bei dem Nachfolger auf Mallorca, aber auch bei Vermögensverwaltern, die das Geld verzockt haben, die Unterschriften gefälscht haben. Bei Ihnen allen fehlte jeder Anflug von Unrechtsbewusstsein. Sie haben mir selber so etwas gesagt wie, ich bin doch das Opfer des ungeheuren Vertrauens, das mir jedermann entgegenbringt. Das ist übrigens ein Satz, der wortwörtlich auch von Ihrem Kollegen in Mallorca gesagt worden ist und von einem Schweizer Vermögensverwalter. Gesagt, wir können doch nichts dafür. Die tragen uns das Geld hinterher. Die sind es doch alle selber schuld. Und dieses
Überhaupt nicht. Es hat ja auch Selbstmorde gegeben. Menschen gegeben, deren Familien zerstört worden sind. Wo die Frauen sich getrennt haben, weil sie einfach nicht mehr ausgehalten haben. Es sind wirklich Familien kaputt gegangen. Leute haben sich von ihren Freunden, von ihren Eltern Geld geliehen. Sind kaputt gegangen. Das hat mich, wie man damit lebt und wie man das so von sich schiebt, das hat mich bei Ihnen, aber auch bei allen anderen fasziniert. Ich dachte damals, als wir uns trafen, dachte ich, es wäre eine Einzelerscheinung. Später habe ich gemerkt, das ist das Prinzip. Und der eine Bankberater, den ich mal gesehen habe, der in der Bank geweint hat, weil draußen kleine Leute standen, denen er Papiere verkauft hat, von denen er wusste, dass sie nicht sauber sind. Aber die Bank hat ihn gezwungen, eine Hamburger Bank. Das war der einzige, von dem ich gesehen habe, dass er ein Unrechtsbewusstsein hatte. Sonst alle die anderen sind schuld. Doch, das hatte ich. Natürlich hatte ich das. Also nee, natürlich nicht, aber in diesem Fall, ich hatte das. Ich war Familienvater, mir hat... Drei Söhne, ja. Und ich habe gewusst, was ich am Ende des Tages, wenn ich nach Hause gekommen bin, was Unrechtes getan habe. Aber ich musste damit leben. Ich konnte es nicht mehr ändern. Ich habe dieses Leben geführt. Ich habe Märchen verkauft, ich habe Märchengeschichten erzählt und habe Träume verkauft und ich musste dazu stehen. Also ich heute, darum der Unterschied zwischen damals der Wedel, heute, ich war damals und habe, jetzt bin ich geläutert, ich habe viele Jahre hinter mir. Ich meine, Sie waren 6 Jahre und 9 Monate, glaube ich, in Haft, ja. Machen heute was völlig anderes, haben einen geregelten Beruf, glaube ich, als Weinhändler und Sommelier, richtig, ja. Leben auf Mallorca mit den 3 Jungs, die mittlerweile schon halbwüchsig oder halb erwachsen sind. Sind Sie denn geheilt oder glauben Sie es? Naja, ich war nie krank. Aber wenn man, wenn man... Die Gier, meine ich. Die Gier, diesen Virus, den habe ich von mir gegeben. Der ist weg. Da bin ich geheilt. Also das ist nicht mehr heute mein Leben. Also gut, ich trinke lieber einen besseren Wein als einen schlechteren Wein. Und das will ich doch gerne eingestehen. Und ich trinke auch lieber, ich sag mal, ein gutes Perrier-Wasser als ein von der Leitung. Aber ich muss nicht mehr diesen Reichtum haben. Ich muss diese materiellen Dinge, diese plakativen Dinge nicht mehr erleben. Was verdienen Sie jetzt im Monat? Ich verdiene 3.500 Euro plus meine Provision am Ende des Jahres oder quartalsweise. Und das ist okay. Also das reicht? Also es dürften gerne 2.000 oder 3.000 mehr sein, aber ich komme damit klar. Darf ich da nur eine Anmerkung machen? Ich bin ja nun auch Geschichtenerzähler, wie Sie. Also das nicht zufällig heißt der auch Dieter mit Vornamen. Sie kriegen auch immer Budgets für Ihre Filme, die weit über den Leben, die die Kollegen bekommen, das muss man auch sagen. Aber ich halte sie auch ein, weil ich nicht versuche, dass die Leute das nicht das Geld verlieren. Aber eins, da gibt es einen Mechanismus und der, glaube ich, der gab es doch bei Ihnen auch, dass man nämlich zeitweilig an das, was man erfindet, glaubt. Und dass man auch Geschichten, auch wenn ich schwindle, merke ich, wenn ich eine Geschichte öfter erzähle, desto öfter verändert sie sich und desto pointierter wird sie, aber desto mehr entfernt sie sich von der Wirklichkeit. Ich merke das aber nicht. Ich merke nicht, dass ich inzwischen schon die Geschichte ganz anders erzähle. Und ich weiß auch zum Beispiel, wenn man mich heute fragt, das haben mich Schauspieler manchmal bei den Dreharbeiten gefragt, ist diese Szene jetzt erfunden? Oder war das Haxen oder ist das von dem oder von dem? Ich wusste es nicht. Aber dann bestätigen Sie ja das, was er sagt. Ja, ich glaube, man glaubt an die eigenen Geschichten. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, haben Sie mir auch mal gesagt, zeitweilig haben Sie sich für einen Milliardär gehalten, weil Ihnen das ja alle auch gesagt haben. Nee? Also ich hatte ja nicht nur gesagt, ich hatte ja auch Bilanzen und ich hatte in diesem Fall eine Vermögensausstellung meines Wirtschaftsprüfers, der bestätigte, ich habe 1,1 Milliarden auf dem Konto. Doch, also ich habe es geglaubt, ich habe mich ja selbst ertappt dabei, wenn ich bei einer wichtigen Besprechung gesagt habe, ich habe am nächsten Tag eine Notarbesprechung in Hamburg und wenn ich die erreicht habe und unterschrieben habe, dann ist alles vorbei. Und dann gehe ich morgens aus dem Haus und ertappe mich dabei, wie ich in die Tiefgarage dieses Notars fahre. Also um Himmels Willen, ich bin hier falsch und drehe dann wieder um und das kommt vor. Was macht Geld mit einem? Das ist eine der Fragen, die wir heute versuchen zu beantworten. Macht Geld glücklich, könnte man...